were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And how many camera baggers battered but still kicking? Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You did. Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Mm-hmm. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Okay. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the micro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Sorry, Max. No more selfies right now. From the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Das war also schon Z-basiert gewissermaßen. Okay, was kann ich denn hier machen? Victoria doesn't waste a second kissing ass. Ich kann mir den... That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. Okay. When I don't suck. Someday. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ich kann das lesen. Popwein ist Grungetod mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. Okay. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Was ist das? Amazing, when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Mhm. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Okay. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Ja, oh, benutzen wir mal den Computer. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay, kann ich da irgendwas machen? Sieht so aus, als... Nee. Ich kann es mir praktisch nur angucken. Hurra. Das hat sich ja voll gelohnt. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. So, sprich mal. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Ich hoffe, ich hab dich nicht blamiert. Du bist heute so still. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. Was passiert, wenn ich nochmal mit dir spreche? Let's talk later, Max. Okay. Gucken wir uns mal die Papierkugel an, die vorhin geworfen wurde. Now I wish I wouldn't have read this.
purge. Dear Kate, we love your porn video. XOXO Blackwell Academy. Hey Kate, wir lieben dein Porno-Video. Eieiei. Es wird wahrscheinlich der Grund sein, weswegen sie gerade nicht wirklich sprechen will. Hätte ich vielleicht es erst lesen müssen. Notizbuch. Even her schoolbooks are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Okay. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Okay, was steht da? Produkt GRLT64S. Genau wie man es von einer neuen Queenlit erwartet, ist die GRLT64S vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ inklusive einem neuen Niveau in Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. $5,299. Ganz schön teuer. So eine Kamera will ich nicht haben. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Okay. Ich würde ja so viel machen, aber ich weiß nicht, ob das alles zeitbegrenzt. Ich hoffe nicht. Oh, this might make a cool shot. Okay, mach mal ein Foto davon. So. Aha, so sieht also der Campus aus. Danke für die Errungenschaft. I like this panoramic view of Blackwell. Everything looks so green, serene. Es labert so oft, dass ich kaum was sagen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, das ist halt bei diesen Telltale-Games, glaube ich, so. Ist glaube ich, von Telltale. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, deswegen. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Hm. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus, nimm teil. Fotowettbewerb Helden des Alltags. Reiche ein Bild ein, das dich oder einen anderen oder andere bei heroischen Taten zeigt. Abgabefrist 9. Oktober 2013. Ist also bald. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert die Schule im nationalen Helden des Alltags-Wettbewerb in der Galerie Zeitgeist. Am 11. Oktober 2013. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird die Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Okay. Ich bin ja jetzt über 18, also. Beziehungsweise ich bin 18, also passt es ja. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Okay. Can never escape the lighthouse here. Es ist doch der Leuchtturm aus der Vision am Anfang oder was auch immer. Was haben wir hier? Whoa. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet it is pristine digital evidence. But I still dig my little instant camera. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Mm-hmm. Mr. Jefferson? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Wahrscheinlich, weil du auf ihn stehst. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. Never let one of photography's future stars avoid handing information.
have to. I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a lion. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Okay. Kann ich nicht mehr machen. Mein Zeugs habe ich schon zusammengeräumt. Kann ich jetzt beim Computer was anderes noch machen? Okay. Scheinbar nicht. Dann wird das wohl alles gewesen sein, was ich hier machen kann, schätze ich mal. Müll ist auch nichts. Dann gehen wir mal raus. Öffnen. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Okay, jetzt kommt das Logo schön. She's so fucking shy. Okay, Spiel vorbei oder was? Credits. Life is Strange, Episode 1, Chrysalis. I shouldn't be so stingy with my blood. To all of you, Spende Blut, die Blackwell Akademie braucht frisches Blut. Nimm an unserer Halloween-Spendeaktion am 1. Oktober. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis, okay? Oh, kann ich die Musik nicht ausschalten? Vermisst verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit 22. April, ach du grüne Neune. Okay. Auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Ember, wenn sie sich bei dem Sheriff Arcadia Bay, okay. Okay. Oh, kann diese Musik nicht aufhören, die nervt mich total. Toll, geht an mir vorbei, ich kann nichts machen. Okay, das muss mein Schließfach sein. Ah ja, That's Dana talking to you. I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Okay. Stella is always deep in her mouth. She didn't come to Blackwell. Klingt doch noch gut, noch guten Schülerin. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ist die Musik jetzt endlich vorbei? Who
nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Nein. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. I wish October would last forever. It looks like she's been gone for months. To all of you, American don't need a PC. You missed the Pledge of Am tryout, and I did not still have a backpack. Belohnung 16 wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen habe. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet waren viele persönliche Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Word up. Aha. Zum Verkauf. $600 oder bestes Angebot. That's so messed up. I should contact him to find out what I can do. As if I am. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt, auch im Arcadia Bay. Erhebe deine Stimme gegen die Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Es ist ja dasselbe Mädchen, oder? Ich muss jetzt nochmal sicher gehen, dass es dasselbe Mädchen ist. Ja, Rachel Amber. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in here and a bag of sugar dropped out. Noch mehr vermissten Poster. Good thing I left my AK at home. Lol. Ach so, das ist Miss Grant, alles klar. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Guter Punkt. Ich sollte vielleicht mal gucken, wo bin ich denn gerade? Exit? Da sind Treppen. Ich bin also genau dort. Die Kunstklasse, die Wissenschaftsklasse, alles klar. Da hinten ist die Cafeteria, Computerlabor, okay. There's the lighthouse again. Linke Maustaste, zurück zum Schulgelände. Achso, okay, nee, ich will jetzt noch nicht raus. So, was ist das? Let's stop. I should develop some school spirit. Go team. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Das ist schon wieder das. Sie sagt ja immer was anderes bei so einem vermissten Poster. Ich werde mal die anderen auch noch angucken. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Car by the seaside. Watching the world from the bright side. I wonder what actually happened to her. Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Okay. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Vortex Club bald, okay.
She's been gone for months. Ah, die Aussage hatte ich ja schon. Okay, Männertoilette. Ich soll jetzt zur Frauentoilette eigentlich. Ich komme hier nicht durch. Warum nicht? Er kam durch. Aha, okay. Hat sie auch schon mal gesagt. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. I wonder what actually happened to her. So, was ist hier? Blackwolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Okay. You can really learn a lot about this whole weird shit. Was steht denn hier so? Der beste Sänger Oregons sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse: The Raymonds, The Shines, The Beatles, The Ramones, The White Stripes. The Ramones steht zum zweiten Mal. The Smiths, The Who. The Ramones zum dritten Mal. The Styles Council, The Ramones zum vierten Mal. Und Lady Gaga. Aha. Contact Hero, Steve Hackney. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18:35 an Wochentagen. Traurig, einsam, deprimiert, bete mit Gleichaltrigen, Bibelkreis, Sonntagmittags in Arcadia Bay, Bücherei. Alle Regionen willkommen, sei fröhlich. Schwimme wie ein Otter, erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich. Bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michelle Berenci, okay? Tablet so gut wie neu zum Verkauf, enthält 5 GB Katzenfotos, hahaha. Oh ja. Dann weiß ich ja schon mal, worum es geht. Das ist der Typ, der das Tablet gestohlen hat. Mhm. Hier komme ich auch nicht durch, Cafeteria ist also nicht. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo ich... Oder sollte ich vielleicht erstmal rausgehen? Ich gehe erstmal dahin, wo ich hingehen soll. Kannst du jetzt die Musik endlich mal abstellen? Nobody can see my meltdown, except me. Oh, danke, es ist endlich vorbei. Mal Graffiti. Now, who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch, okay. Spiegel benutzen, Waschbecken benutzen, ansehen. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Lass dich gegen Grippe impfen, weil ich Grippe dich erwischt, mach dich heute immun. Ah ja. I'm good to flow, thanks. Was steht da? Vortex Club, Otschucks, ja, verstehe. Ansehen, was ist das? This poster must drive people to have sex. Abstinenz macht das Herz liebevoller. Du kannst ohne Sex lieben und lernen. Die Zeit ist auf deiner Seite, genau wie der gesunde Menschenverstand. Nutze ihn. Graffiti Kate twirkt für Gott. Okay. Mhm. Ein Illuminati-Zeichen. I hate Victoria Chase. Ja, wer hasst sie nicht anscheinend? I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. So. Wow, erste Handlung im neuen Spiel, erstmal auf Toilette gehen. Ach so, stimmt ja, das ist ja das Graffiti. So, dann muss ich jetzt hier den Spiegel mal benutzen. Okay.
relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When the door closes, the window opens. Or something like that. Okay, Brody, you don't get a photo op like this every day. Okay. Na dann, Foto. Du bist in der falschen Toilette. It's cool, man. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Na nu? Verlangsame ich die Zeit, oder was? Ah, ich spule zurück. Oh. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. Up my hand, and then I was back here. I already heard this lecture. From light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Human condition in black and white. Okay. If I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? Gloria? Why Arvis? Because of her enemy. Ja, ich kann also offensichtlich die Zeit zurückdrehen. I did it. I actually did it. Photographer who perfectly captured the time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Gloria? Why Arvis? Because of our keep it together, Max. If anybody else looked at this, okay, gucken wir mal. Ich habe jetzt eine neue Seite. This does not exist. Okay, wir haben den 7. Oktober diesmal. Definitiv, weil es muss ja heute passiert sein. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Aber es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. So ist sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Heldensalltagswettbewerb einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Okay. Wir haben jetzt hier Nathan gezeigt gekriegt. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinem Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern.
Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist. Besonders, weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell und sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid, er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast alle, er hat fast nur fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ja ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Okay. Wir haben ja noch was. Hier ist was Neues. Keine Ahnung. Nee, SMS habe ich ja auch nicht. Gut, verlass mich. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? It's always been a vital aspect of art and photography. First. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here? Oh, shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. The process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the micro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Dieses Symbol zeigt an, wenn du die Information hätten, nützlich sein könnte, wird die Zeit zurückdrehst. Okay. Umstellt kann ich schneller zurückspulen, okay. Max, since you've captured our interesting. Mit Leertaste kann ich überspringen, okay. Die Dagura hat. Okay, versuchen wir mal, mir schlecht. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is okay. There anybody here? Oh, shit. Jefferson wants to keep. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Okay, guck mal noch mal. Ist. There's only one way around this. Okay. Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn okay. More when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you're not crazy. You're not dreaming. It's time to be an everyday hero. Mm-hmm. What are you waiting for? Go. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress.
I know the feeling. Mm-hmm. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. What's next? Okay. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your injury. I'd never let one of photography's future stars avoid handing information. I'm not avoiding, just... biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on. Don't let me stop you. Und den letzte, okay. Alles klar. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in. Okay. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith. Gut, dann kann ich hoffentlich jetzt schneller gehen. So. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Naja, das letzte Mal ja super viel Zeit eigentlich. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photos. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. What are you doing? Don't come on, put that thing down. Tell me what to do. Krauser, it's happening. I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your fucking. Na, ich will nicht aus dem Bild raus. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Ja, okay, Steuerung. Schneller bitte. So. Ich weiß, dass ich den bewegen kann. Ich wollte jetzt nicht aus dem Bildschirm rausklicken. Oh verdammt, ich merke gerade, dass dadurch die Aufnahme sich verschoben hat. Oh, verdammt. Okay, dann beende ich an dieser Stelle mal die Aufnahme und gucke ich gleich mal gucken, wie gut das gelaufen ist.